Jo, da sind wir wieder bei One Piece Unlimited Cruise. Beim letzten Mal haben wir hier den Boss Rush angefangen. Und wollen den nochmal weitermachen. Da! Ach ja, meine Lieblingsattacke. So. Sind wir wieder voll. So halbwegs. Also an sich ist Buggy gar nicht mehr so schlimm. Hätte er nicht diese eine Spezialattacke, wenn man dann direkt vor ihm steht und nichts mehr machen kann. Haben wir irgendjemanden, der Heilung braucht? Robin. So. Füllen wir sie mal eben schnell auf. So. So, und jetzt nochmal. Eine Menge Pilze habe ich auf jeden Fall jetzt zu halten. Und Robin ist wieder voll. Oh, cool. Noch ein Pilz. Okay, okay. So, wer kommt nun? Okay, die können auch über ihn weg. Böse kleine Viecher. Oh Gott! Da bist du nicht so sehr geeignet, Robin. Das übernimmt dann doch lieber unser lieber Lysop. Geh weg. Ich laufe auch jetzt wieder ein bisschen weg. Also ich meine, es sind 50 Ebenen hier, die man machen muss. Und wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo bei 15. Hör auf damit. Ach gut. Falls ihr euch befragt, warum 6 und direkt Level 7, das sind die unterschiedlichen Bleitodessternschüsse. Bleitodessternschuss hat... hat Lysop dreimal. Um es mal kurz zu demonstrieren. Da. Bleistern, Todesschuss und das hier dreimal. Kann eigentlich die anderen auch aufladen? Nee. Die Koop-Technik, die man da oben sieht, das ist die letzte, die wir noch bekommen. Ich glaube, bei ihm kämpfe ich mit Nami. Ja, fast. Das klappt. Schon ein bisschen ironisch. Schon ein bisschen ironisch, dass man ihn mit Donnerbällen schaden kann. Lade ich ihn gerade auf, damit er die Attacke bei mir einsetzen kann? Also komm. So ein bisschen übertreibst du es gerade, Kleiner. Ich glaube wirklich, dass ich ihn auflade. Ja, hat er davon. Ah, wer kommt nun? Sanji, das würdest du doch nie tun. Aber gegen so einen agilen Kämpfer wie Sanji, nehme ich lieber Sanji selbst einfach mal. Damit ich auch wirklich keine Chance lasse. Oder er mir eine voll reinhaut. Wow. Da hat er wirklich voll getroffen. Ach komm. Wieso hast du eine höhere Priorität als ich? Also das ist für dich jetzt ein bisschen doof. Wow. Gut, dass ich ausgewichen bin. Irgendwie. Warte, ich zeig dir mal, wie das geht. Gut, dass er nicht getroffen hat. Einer der schlimmsten Gegner. Unser Sanji. Ich muss nachher Sanji mal ordentlich nochmal heilen. So. Wer kommt? Oh, Zoro. Und tschüss.
Das macht Sanji doch nochmal. Nein! Das tut weh. Außer ich weiche aus. So. Fall runter. Nee. Autsch. Ich wollte eigentlich drüber springen. Und ach komm! Wow. Warum es mich nicht getroffen hat. Wow. Und Kagara. Nebenbei, Along und Kagara bekommt man nur, wenn man sie... What the? Wenn man sie hier, ja, besiegt. Oder, ich glaube, es reicht, wenn man einfach gegen sie kämpft. Hier ist ein bisschen daneben. Sanji ist einer der Charaktere, die mir bloß nicht sterben darf. Da! Hey, du warst gerade voll in meiner Combo drin. Ich finde, die Bosse spammen hier ihre Spezialattacke so ein kleines bisschen zu oft. Würde ich ja schon fast sagen. Wenn ich mir das mal erlauben darf zu sagen. So. Das war Nummer 20. Knapp 16 Minuten. Auf zur dritten Insel. Ich hoffe mal, es schneit nicht. Das wird ziemlich mies. Uff. Hallo Moria. Das... nicht einen halbtoten Lüssop hinsetzen. Das wäre etwas doof. Ja komm, Frankie. Er hat zwei Strong Ride voll. Ach komm! Ich habe ganz vergessen, dass er den Scheiß noch kann. Na, wie viel zieht mir das? Ja, natürlich tötet es mich instant. Hier, komm, Ruffy, mach du das. Wie viel zieht mir das ab? Ja, natürlich. Natürlich, mach das direkt nochmal. Ich frage mich, ob die Bosse hier eigentlich auch an sich so quasi eine SP-Anzeige haben. So, heilen wir uns erstmal. Nein, das wollte ich nicht einsetzen. Ich wollte an sich nur nach vorne gucken, aber... Heilen wir das eben schnell wieder weg. Okay. Robin einsetzen. Nein, ich wollte doch ausweichen. Irgendwen habe ich da getroffen. So, da wechseln wir jetzt schnell mal zu Lysop, denn er braucht ein bisschen Energie. Und dann noch zu Sanji. Perfekt. Haben wir die beiden schon mal wieder ein bisschen geheilt. So, noch irgendjemand? Ja, die Kleidviechers. Oh Gott! Combo Breaker!
Oder so. Und einen Magnetenstein halten. Oh, und die Karte. Wieso auch nicht? So, wer kommt? Oh Gott. Weich irgendwie aus. So. Ach. Was? Ach, du bist doch gar nicht besiegt. Ich habe echt gedacht, der wäre voll besiegt jetzt. Der wäre besiegt gewesen, weil er so lange am Boden lag. Irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr Schaden ich mache, desto öfters macht er das. Ja! Habe ich eigentlich noch andere Heilungen? Ja, ich habe die Dinger hier. Ich habe Heilkraut. Heilen wir uns doch mal. Hi. Ah nein, ich habe das Item noch in der Hand. Und ich merke auch gerade, die sind schon immer in ihrer, ja, quasi zweiten Form. Warum er das hingezielt hat, das hat mich zum Glück nicht erwischt. So. Auch down. Wer kommt? Oh Gott. Moment. Hier muss ich schon meinen ersten Rumble rausholen. So. Und hoffen mal, dass er schnell weg ist. Das tut weh. Ja, das tut weh. Naja, da möchte ich nicht nochmal rein. Naja, dich möchte ich auch anders machen. Das kann Lüssop übernehmen. Hoffe ich mal. Ach stimmt, der ist ja der, der die Schutzschilde immer aufbaut um sich herum. Na wobei... Nee doch, das sollte Lysop hoffentlich schaffen. Wenn er nicht so eine riesige Range hat, dieser Boss. Mal gucken, ob, ob das reicht, um wegzulaufen. Ja, das hat gereicht. Irgendwie. Würde er nicht ständig hin und her sich porten, könnte ich auch mal treffen. Would you stop, please? Weglaufen. Stop porting. Wow, sobald ich kurz, wirklich in dem Moment, kurz bevor ich A drücke, da portet er sich immer weg. Jetzt. Ja. Und jetzt. Na gut, da war er gerade mit einem Sprung, da konnte er nicht. Aber ansonsten immer genau da, wenn ich A drücke, dann kann ich davon ausgehen, er portet sich weg. Weglaufen. Wow! Ja, Lysop, wo zielst du bitte hin?
da, wo er nicht ist, aber gut. Das tue ich sowieso die ganze. Da habe ich sogar mal getroffen. Und weglaufen. Oh Gott. Ja, komm, wir sehen an. Er ist mir gerade ein bisschen zu nah dran. Hier habe ich ihn eben die ganze Zeit getroffen. So, da habe ich mal wieder getroffen. Und das war's. War das der letzte hier aus dem Gebiet? Nein. Hallo, Kuma. So. Das tut weh. Okay. Komm, wir haben schon mehr als die Hälfte, denke ich mal, geschafft. Ich kann das auch. Fast. Glaube ich, wenigstens ein bisschen Schaden. Jetzt. So. Und weg ist er. Was ist das jetzt für die Insel? Nee. Oh Gott! Oh my holy! Warum? Hä? Ist er besiegt? Achso. Ich wollte schon sagen, Ruffy ist besiegt. Ruffy? Sanji. Lysop! Wieso bist du schon hier? Rumble! Nebenbei, jetzt wisst ihr, was wir als letzten optionalen Boss haben. Wir haben den netten Nightmare Ruffy. Weglaufen. Gut. Kurz mal aufladen lassen. Ich glaube, ich halte mit dem kleinen Dinger hier. Rumble! Das ist ja nur quasi die leichte Version von ihm. Die nichts kann, so wirklich. So, und da ist der Rumble wieder aus. Kann ich nicht eigentlich einfach so? Ich weiß, als ich zum ersten Mal Nightmare Ruffy gemacht habe, habe ich ihn so besiegt. Ja, so in etwa. Was ist das jetzt mit der Insel? Ah. Moment mal, bist du nicht den, den wir eben noch besiegt haben? Nein, ach, du bist der. Ich erinnere mich. Ja, ich wechsle aus. Die Frage ist, zu wem? Na komm, Ruffy. Ach, dieser Laser. Wieder weglaufen jetzt. Ah, nein, die Attacke tut weh. Oder? Hat die jetzt weh getan? Reicht nicht mal aus, wenn ich gerade wo ich gerade angreifen möchte. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich den immer gemacht? Nebenbei, hier haben wir den Endboss. Für die, die es nicht wissen.
Glaube ich jedenfalls, dass es der Endboss ist. So, schnell mal heilen. Okay, weiter geht's. Ich laufe mal so ein bisschen herum. Er kombot gerne. Ja, dieser Laser. Ach. Gut, dass ich ihn nicht anvisiert hatte, um zu sehen, dass er mich gerade... Ja. Tschüss, Lysop. Gut, ich darf auch nicht zu weit weg von ihm laufen. Wow. Ich habe perfekt über ihn rüber geschossen. Diesmal nicht. Habe ich getroffen überhaupt? So. Mir gehen so langsam die Heilungen aus und ich bin gerade mal bei 30. Was hat er gesagt? Jedenfalls habe ich keine Ahnung, wie hoch die Range von der Attacke ist. Deswegen gehe ich mal ganz weit weg. Ja, so viel zu ganz weit weg. Ich bin im Endeffekt wieder zu ihm hingelaufen. So. War das jetzt das für die Insel? Ja, haben wir zumindest die schon mal geschafft. Gut, dann würde ich sagen, während es lädt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.